Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und wir sind hier dabei weiterhin mit der guten Elaine. Und wir wollen jetzt unsere Präsentation halten, weil die ist nämlich schon auf ausgezeichnet und ich glaube, besser geht es nicht. Deswegen werden wir sie jetzt einfach halten. Los geht's. So, und dann müssen wir uns noch um unsere Abschlussarbeit kümmern und sonst sind wir eigentlich schon wieder fast durch. Also die Hausaufgaben haben wir ja schon gemacht und ja, zwischendurch werden wir uns wahrscheinlich nochmal um andere Dinge kümmern im Leben. Heute müssen wir noch arbeiten. Ja, und dann ist das Semester auch schon wieder durch und dann haben wir nur noch ein Semester übrig und dann sind wir einfach durch. Und ich weiß, ich sage das jede Folge, aber ich finde es einfach krass, dass wir jetzt bald wirklich durch sind, weil ja, es ist so ein bisschen surreal, weil ja, es lief jetzt ja schon doch eine Weile und wir haben hier noch nie ein Let's Play abgeschlossen, ne? Also das müssen wir jetzt halt auch mal sagen. Wir haben noch nie abgeschlossen mit einem Let's Play auf diesem Kanal und das ist halt schon, ach, das ist das Erste, was wir abschließen. So, Abschlussarbeit, schreiben. So. Ach, aber auf jeden Fall, also es ist halt schon krass einfach, dass das erste Let's Play ist, was hier dann abgeschlossen wird. Also zumindest Sims Let's Play. Also davor hatte ich jetzt auch schon Sachen abgeschlossen, bevor ich Sims gemacht habe. Aber jetzt halt so, seitdem ich Sims mache, habe ich halt nichts abgeschlossen seitdem. Weil es dann entweder nur Challenges gab oder sowas. Und die 100 Baby Challenge dauert ja noch eine ganze Weile. Die läuft jetzt ja auch schon ein Jahr. Und das ist halt einfach, das ist schon krass auf jeden Fall, dass viel passiert im Leben. Aber ja, wenn das hier fertig ist, dann ist das das Erste, was wir abschließen. Und das ist halt schon krass besonders. Kann mein Hund aufhören zu bellen, Alter? Ich weiß nicht, ob man das hört, weil sie ein bisschen weiter weg ist, aber trotzdem ist es immer ein bisschen nervig. Was ist gerade kaputt gegangen? Warum kam dieser Sound? I don't like this shit. No. Wir haben mittlerweile auch ganz gut Geld gesammelt, ne? Das ist schon nett. We like the money, dude. So. Ja, das interessiert mich auch gar nicht so. Arbeite mal schneller. Und dann, wenn sie zu Hause ist, kann sie noch was fooden im Leben. So, und dann wahrscheinlich muss sie nochmal pieseln. Und ja, auf jeden Fall kann sie, also danach noch ein bisschen pennen, wie wär's, ne? Gut. Ja, und es fehlt nicht mehr viel. Und das ist halt schon krass, wenn wir das einreichen. Ist, glaube ich, das sogar direkt zu Ende, kann das sein? Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Weil, wie gesagt, also das Einzige, wo ich das spiele, ist halt hier in diesem Let's Play. Das ist halt schon krass auf jeden Fall. Deswegen, ja, essen muss sie gar nicht. Okay, sie hat anscheinend auf der Arbeit nochmal gegessen. Das ist natürlich auch okay. Das sehe ich auch im Leben. Ach, weißt du was? Ich sehe das nicht ein. Ersetzen ist halt immer so eine Sache. Ne? Also eigentlich bin ich auch der Mensch, der halt immer sagt, los geht's, wir reparieren das. Aber ich habe keine Lust. Ich habe einfach keine Lust drauf. So, morgen früh kann sie dann sich Reste nehmen. Und dann kann sie sich eigentlich auch schon gönnen, hier weiter zu schreiben. Ein kleiner Ausbruch an Hormonen. Wegen Hormonen oder schlechter Hygiene? Also schlechte Hygiene würde ich jetzt nicht behaupten. Aber ja, kleiner Ausbruch ist okay. Würde ich behaupten. Wieso hat sie jetzt nicht gegessen? Warum? Nee. Oh mein Gott. Naja, okay. Dann ist das halt so. Ich wollte doch, dass sie erst isst. Dann soll sie das auch gefälligst tun, ey. Nam, 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 nam. So wie sie hier die ganze Zeit rumläuft, ist einfach auch absolut der Quarantäne-Lifestyle, oder? Also ich meine, das Video kommt jetzt halt, wenn einen Tag bevor ich jetzt wieder zur Schule gehen muss. Also ja auch nicht komplett, aber you know, also halt, ich muss halt trotzdem gehen. So, und das ist halt schon krass so, weil dann ist diese Quarantäne schon wieder ein bisschen vorbei, ne? Weil jetzt ja ganz schön schon wieder gelockert wurde. Und
Ja, deswegen passt das schon gar nicht mehr, dass sie hier so rumläuft. Aber sie geht ja allgemein auch zur Uni, das ist auch unrealistisch. Deswegen, ja. Es gibt jetzt ja ganz viele, die ihre Sims dann auch in Quarantäne stecken. Ich denke mir so, Sam, Brudi. So, der Entwurf ist fertig. Dann gucken wir uns das mal an. Bearbeiten wahrscheinlich. Qualität schlecht. Ja, dann bearbeite bitte. Weil das sehen wir hier nicht ein im Leben. Vielleicht werden wir Elaine ja noch irgendwann nochmal für ein Let's Play benutzen. So. Also ich meine, ich weiß ja nicht. Die haben ja neue Packs auch angekündigt und so. Und vielleicht ist das ja ganz cool. Oder wir machen irgendwas anderes mit ihr irgendwann. Man weiß es nicht, ne? Also ich werde sie auf jeden Fall nicht aus den Augen lassen, weil ich mag diesen Sim sehr, sehr gerne. Und ich mag auch ihre Freundin und ihre Freunde. Und deswegen, ja. Ich werde diesen Sim nicht fallen lassen. Das sei auf jeden Fall gesagt, ne? Weil, ja. I love her. Weil sie ist einer der schönsten Sims, die ich hier erstellt habe. So, und das ist halt schon cute. So. Ich hoffe, sie ist bald fertig. Ja. So, sie ist fertig. Universität. So. Abschlussarbeit. Abschlussarbeit einreichen. So, und dann braucht sie soziale Kontakte. Dann geht sie erstmal pullern. Und dann, ja, soziale Kontakte werden wir uns auf jeden Fall gönnen. Denn wir können ja... Mizuki, ich will sie auf ein Date einladen eigentlich. Sie kann ja erstmal vorbeikommen. Und dann können wir uns ja darum kümmern, dass wir irgendwo hingehen. Ich meine, es ist Samstag 12 Uhr. Es ist eigentlich nicht die Zeit, wo man jetzt unbedingt irgendwie feiern gehen würde oder so. Deswegen müssen wir mal gucken, was wir machen. Vielleicht gehen wir in einen Park oder so. Ich habe halt, glaube ich, fast gar nichts platziert hier. Deswegen ist das irgendwie nicht so krass im Leben. Aber ja. Hallo? Was tust du, Spiel? Was tust du? Ah! Wo geht ihr hin? Ich bin verwirrt. Wo ist sie? Warum ist sie hier? Jetzt ist die bessere Frage, wo ist Mizuki? Ja, da ist sie. Hi. Ich würde dich gern auf ein Date einladen, wenn man so... Und, oh mein Gott, Heiratsantrag. Oh mein Gott, wie süß wäre das, wenn wir damit das enden würden. Oh mein Gott. Sie bringt gerade meinen Müll raus. Girl, du bist hardcore. Doch nicht. Ja, aber wir wollen auf jeden Fall ein Date mit dir. Ich finde es halt geil, dass wir denselben Romper tragen. Wie heißt das auf Deutsch? Ich habe es vergessen. Jumpsuit. Ich so, was das? Ach, Karaoke war. Nee, also eigentlich wäre geil, aber irgendwie habe ich auch nicht so Bock drauf, oder? Das ist doch schon ein bisschen peinlich im Leben. Wir können ja nach Brightchester gehen. Und dann in die Bar. Ja, wir gucken einfach mal, was da abgeht im Leben. Weil ich meine, wir sind jetzt halt nicht so auf dem Brightchester. Also halt außer zur Uni, aber da sind wir, also da sind wir ja nicht selbst mit dabei. Deswegen... Ja, ich bin übrigens ganz froh, dass wir jetzt in der 100 Baby Challenge umgezogen sind. Weil es tut schon gut, mal wieder in einer anderen Stadt zu wohnen. Außer nur in San Myshuno. Weil privat spiele ich ja zurzeit auch nicht so viel, als dass ich sagen würde, dass es wäre für mich ausreichend, dass ich da in einer anderen Stadt spiele. Weil wir halt dann einfach trotzdem in beiden Displays in San Myshuno gewohnt haben. Das war halt schon ein bisschen krass. So, und wir talken jetzt einfach erstmal. Wir erzählen ja eine fesselnde Geschichte. Ruhana Fabisi. Mach ein Kompliment. Weil ich versuche, Geld zu stehlen. I don't think so. Ich weiß gar nicht, ob Slice of Life überhaupt auf dem neuesten Stand ist, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon länger nicht geguckt. Aber ja, das muss ich wohl noch irgendwie machen. Ich will allgemein noch mal ein bisschen CC shoppen gehen. Eigentlich könnte ich euch das nächste Mal mitnehmen. Weil, warum eigentlich nicht so? Also, ja, wäre vielleicht sinnvoll oder so. I don't know. Wir sind gute Freunde geworden und wir haben einen guten Ruf. Nice. Und sie freut sich, dass sie Hände gewaschen hat. Ja, das ist auch sehr, sehr schön. We love.
dass sie Hände wäscht. Ja, genau. Ich bin der absolute Profi im Leben. Das wissen wir schon lange. So, beide sind uns gleichzeitig kokett werden lassen. Das kriegen wir bestimmt hin. Also wir können uns erstmal gemeinsam hinsetzen. Das ist auf jeden Fall möglich. Das wäre schon sehr, sehr sweet. Ja. So. Und dann miteinander sprechen lassen. Das kriege ich auf jeden Fall hin. So, und dann Romantik und dann flirten. Flirten kriegen wir immerhin im Leben. Einen Kuss hauchen. Beide kokett werden lassen. Also das müsste ja eigentlich jetzt nicht so schwer sein, oder? Oh, sie hat gerade ganz schön einen Akneanfall. Aber sie ist trotzdem süß. So. So, dann kann sie nochmal flirten. Wie wären die denn kokett? Oh. Ich weiß halt nicht, welche Optionen das immer machen und welche nicht. Und Süßholz raspeln. Ja, dann steht auf und dann küssen. Ist bestimmt auch gut. Mwah. Ich liebe es einfach so sehr, weil I don't know, es ist halt so, die beiden sind halt schon cute, ne? Wenn wir darüber reden. Ich brauche einfach Screenshots von dieser, von diesem Ding. Oh nee, that's so much. Ewige Liebe erklären. Wange streicheln. Halsküssen ist bestimmt auch sehr, was ein Kokett machen könnte. Dann würde ich ihr gerne noch eine Geschichte erzählen, weil, oder? Ich habe dir Geld geschickt. Hm, danke, Dude. 68, wuh. Massage anbieten. Ich bin keine Wohltätigkeitsorganisation. Freue dich einfach, dass du Geld kriegst. Was ist dein Problem, Alter? Also, I mean, ist doch eigentlich geil, oder? Wenn du einfach Geld geschenkt bekommst. Einfach so, weil... Warum eigentlich nicht? Die werden nicht kokett, Alter. Ich weiß nicht, was kokett macht. Ich weiß es absolut gar nicht. Versuchen zu verführen. Okay, es passiert gar nichts mehr. Dann erzähl ihr eine Geschichte. Nee, Geheimnis? Nach Geschwistern fragen? Nee, eigentlich nicht. Tiefgründige Unterhaltung auch nicht. Ich will... Ah, wo sind denn die Geschichten? Ihr erweckten Himmel? Nein, ich will dir eine Geschichte erzählen. Hier, dramatische Geschichte. Und die haben wir auch umgestylt, ne? Dominika Hutton. Ja, die habe ich auf jeden Fall umgestylt, weil dafür hat die ein nices Outfit, Alter. Ich glaube, ich kriege die beiden nicht mehr kokett. Tiefgründige Gespräche führen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Weil das sehe ich die beiden. Dass die tiefgründige Gespräche führen. So, hier. Tiefgründige Unterhaltung. Und dann kann sie auch gerne nochmal tiefgründige Unterhaltung führen. Weil die das immer zweimal machen müssen. Weil, warum? Weiß ich nicht. Ist das bescheuert, aber... Ja. So. Flupp. Beide Sims kokett werden lassen. Mann, nicht. Wir haben hier halt auch nicht zum... ne? In den Busch gehen oder so. Das haben wir hier gerade nicht. Weil dadurch würden die auf jeden Fall kokett werden. Halsküssen ist halt schon immer sehr, sehr sexy, würde ich behaupten. Verführerisch schlüstern. Und die sind einfach nur glücklich. Die denken sich so, yes. Ich liebe diese Beziehung. So. Ich habe keine Ahnung. Verabredung bitten, Massage anbieten. Ja, ich habe keine Ahnung. Sie ist kokett. Aber was kann ich jetzt tun, dass ich kokett werde? Hier sind ja keine Duschen oder so, wo ich jetzt sagen kann. Ach, verdammt. Was kann sie denn tun, damit sie kokett wird? Ich habe keine Ahnung. Weißt du was? Ich kann mir doch bestimmt so einen Trank leisten, oder?
Art hier Flirttrank, so. Und dann sauft ihn einfach. Das hält eh in der Bar keinem auf. Just saying. Sauf den einfach. Und dann sollte das ja schon funktionieren. Aber mit ihr quatschst du trotzdem, weil das ist deine Freundin, ja? Mua. So. Mit Verabredung flirten, wenn kokett. Yes. Mach ich. Because I love her. So. Wer ist sie denn? Alles klar. Okay, wir sind schon auf Gold. Mehr will ich gar nicht. Ach, ganz ehrlich. Wir beenden diese Verabredung jetzt, weil die geht schon 1000 Jahre, Alter. So, und du gehst nach Hause. So. Dass manchmal die Verabredungen so ewig dauern, ne? I swear, das ist so extrem. I mean, was soll ich tun im Leben? Was soll ich tun? Weil ich meine, also da konnten die jetzt auch nicht so viel machen, dass man sagen würde, So, zum Beispiel bei Hochzeiten denke ich mir auch, das ist noch ein bisschen zu kurz oder so, wenn ich halt meine Storylines da reinpacke in meinem Leben. Ich freue mich schon, wenn wir irgendwann ein Let's Play haben, wo halt nochmal krassere Storyline ist als hier. Und überhaupt, weil es könnte so, so cool werden, ne? Ich liebe es einfach, Storylines zu erschaffen. Und vor allem halt so Hochzeiten habe ich Bock halt so ein bisschen hier dann wie diese Stories halt quasi aufzubauen, die manche Leute machen. Zum Beispiel Hetzy, wenn ihr die kennt. Die macht halt immer richtig gute Stories mit Sims. Und sowas würde ich halt dann, also wenn quasi meine Sims heiraten würden oder so, ich würde das halt dann quasi einfach auch so in einer extra Special-Folge oder so halt darstellen, weil das ist halt je nachdem, wie krass die Bindung ist und so. Aber you know, also ich würde es halt spezieller darstellen, als es hier jetzt so ist, weil jetzt ist es hier natürlich nicht so krass. Weil das war jetzt ja auch nicht so geplant, dass das ein krasses Story-Let's Play wird. Also es hat zwar schon ein bisschen Story mit drin, aber es ist natürlich nochmal ein krasser Unterschied, weil letztendlich ging es mir hier nur darum, dass wir halt durch die Uni kommen am Ende. Und ja, das sieht ja eigentlich ganz gut aus, so, ne? Ich glaube, das endet nicht, weil wir weil wir noch einen Tag haben, um nochmal da reinzugehen, oder? Ich glaube, das hat das damit zu tun, dass wir da noch nicht das müssen. Aber ich akzeptiere es. Ich akzeptiere es komplett. Weil, ja, dann läuft die Zeit noch mal ein bisschen länger. Was soll ich tun im Leben? So, nein, wir gehen jetzt nicht mehr noch mal in den Club, Alter. Also ich fände das ein bisschen bescheuert, jetzt noch mal in den Club zu gehen. Nee. Nee, sie braucht ein bisschen Spaß. Sie könnte noch mal ein bisschen Selbsthechtel-Mechtel-Action machen. Und dann, let's go. Flup. Es ist so bescheuert eigentlich, ne? Aber ich find's okay. Also ich meine, Selbsthechtel-Mechtel können schon Spaß machen. Deswegen ist es halt ein sehr einfacher Weg. Vollkommen zufrieden. Oh. Ist halt genauso wie Techtelmechtel, dass es dann einen kompletten Spaß füllt. Also finde ich aber ein bisschen unrealistisch. Also ich fände es realistischer, wenn du ab und zu, wenn du halt ein Techtelmechtel hattest, dass das halt eventuell auch ein bisschen zu den Spaß senkt oder einfach nicht so krass steigt, weil ich finde es unrealistisch, dass jedes Techtelmechtel immer gut ist. So, just saying, aber das ist halt ein bisschen unrealistisch. Auch wenn es nur Sims ist, aber ich hoffe, ihr versteht mich da, ja? Um 3 Uhr aufstehen, Alter, nee. Das sehe ich bei dir jetzt nicht ein. Absolut nicht. Also, ganz im Ernst, sie steht doch nicht um 3 Uhr nachts auf. Also, auch wenn sie da vielleicht schon ausgeschlafen ist oder was auch immer, aber nee, nee, nee. Das möchte ich hier nicht, okay? Das möchte ich nicht. Es ist Herbst. Warte, das ist das erste Mal, dass wir unsere Jahreszeiten wechseln?
Ich glaube schon, ne? Hardcore. Hardcore, Elaine. Hardcore. Ich würde jetzt aber sagen, wir beenden hier unsere coole Folge. Sie geht einfach toll. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!